Ach, das wird, ja, alles klar. Hier so. Das wird spaßig, glaube ich. Oh, inwiefern spaßig? Hatten die schon mal. Nein, Dirk, ich werde nicht mit Fallschirm abspringen. Was hat denn für ein Tier? Ich nehme die Drohne. Geht ja auch nicht, wir sind ja schon gelandet. Wir sind ja auch ziemlich sicher jetzt am Boden angekommen. Da ist ein zweiter Tango. Ja, der Streamlab kommt ja immer so ein bisschen verzögert an. Das ist eine Mission, da geht's gleich rum. Drohne fliegt. Also hier sind schon mal im ersten Gebäude schon mal 5 oder 6 Gegner. Ja, da kommen, da sind massenhaft. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Also viel Ballern. Aha. Da geht's richtig gut. Dann kam ja dann auch noch den. Dann können wir ja unseren Schalldämpfer eh schon mal wegnehmen. Also zumindest von der Maschinenpistole. Also hier ist auf jeden Fall ordentlich was. Warte mal, wir könnten gucken, dass wir den Alarm vielleicht schon mal ausschalten. Ne? Und von der anderen Seite daran. Einen hatte ich schon mal unentdeckt. Der hat hier hinterm Haus geraucht. Rauchen ist tödlich. Rauchen ist Aber tödlich, Bobby genau. Ganz ist ein Killer. Ja. Oh, das war's damit unentdeckt Ja, bleiben. das war. Ja, naja. Kein Kommentar. Ja. Jetzt kommen sie auch alle auf uns zugerannt hier. Also die Der mal Tango zu ist hin. markieren. Den anderen hier erwischt. Oh, Granate. Warum musst du genau jetzt nachladen? Das kann doch nicht sein. Ich bin gleich tot. Ich fahre kurz hier weg. Ui. Ja. Das Ding wollte ich nämlich gerne ausschalten vorher. Also bei mir sterben sie Okay, gerade alle genau. nicht. Ja, schön. Jetzt Dreimal auf mich und keiner kommt mal stirbt. richtig ab. Wo liegt denn da unten noch? Ja, ey, rat mal. Im Zweifel immer ich. Wo warst du so lange? Sagte gerade die. Mich ja schon gut. Ja. Danke. Warte. Muss irgendwo eine Munikiste sein. Ja, da bin ich gerade auf dem Weg hin. Ups. Hast du gerade Ups Lol. gesagt? Jetzt war. Ja, ich habe auf ein paar Fässer geschossen und auf einmal bam, 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 bam. Kalter Boden. So, hier habe ich auch noch eine Munikiste. So, dann mache ich gerade mal kurz Ausrüstung. Ich gucke jetzt mal hier die Drohne aus. Ich habe ja auch irgendwie noch ein Maschinengewehr freigeschaltet, El Bastron. Das ist ein richtiges, leichtes Maschinengewehr. Doch stehen hier, was wollen wir?
So. Weiter geht's. Oh, was ist denn? Warum kann ich jetzt mein Visier wieder nicht sehen? Hilfe. Hab mich hier mal jemand rausgelassen? Ich hab mich gerade hochgeduckt. Und ich hab mich gerade selbst eingesperrt. Und wo? Wollen wir mal raus? Boah, leck mich doch am Sack, geh mal jetzt runter, ey. Du kannst mir auf den Sack. Alter Schwede. Hoch, schon gut, alles gut. Ruhig bleiben, ruhig. Ja, der wollte nicht sterben und so, dann. Ah, jetzt hab ich noch eine. Warte, friss das, Motherfucker. Achtung, ich Granatwerfer. Macht euch bereit. Wir müssen da rein mit ihre Mischbatte. Granate, hola putas. So, einer fehlt noch. Granate, aufpassen. So, wir sollten vielleicht gucken, dass wir hier wegkommen, ne? Da wird's ein bisschen rot. Ja. Na super, bin sie falsch gelaufen. El Emissario zieht besser den Kopf aus dem Arsch, sonst hat er bald kein Geschäft. Hier ist noch eine Munitionskiste. Oh, überall nur Toiletten hier. Ja. Ja, die wissen, dass du viel Kaffee trinkst, dass man dann oft nur aufs Klo muss. Wer bringt seinen Kaffee dann immer weg, ne? Ja, deswegen weiß ich ja, wie es ist. Hey. Oh, wie sieht's aus? So, können wir schnell hier weg? Sofort, ich will nur noch schnell die Waffenkiste hinten mitnehmen. Ich könnte gleich meine Muni aufladen. Die möchte ich ungern hier einfach so fliegen lassen. Was ist denn die Kiste? Das, was jetzt rot war, ist weg. So. Das hasse ich bei diesem Spiel, dass man immer diese blöden Munikisten suchen muss, ne? Also ich hab ein Auto für uns, falls ihr dann soweit seid. Ja. Dokument. So, wo bist du denn? Ich mach mal noch eben die Waffenkiste mit. Wie spät haben wir es überhaupt? Kurz halb drei oder so. Okay. Die Frage ist, wann wir mal das nächste Mal, ne? Ich finde Bock auf Sonntag oder so. Oh, kann ich doch nicht genau sagen. Nee, Sonntag geht bei mir nicht, also wenn dann Montag. Ja, Montag weiß ich, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das. Muss schauen, wie meine Schichten sind, ne? Vielleicht Montag mal wieder zu arbeiten. Muss ich gucken. Alles drin. Ja. Ja, auf. Oh, Alter, dass die Kamera immer sich so drehen muss, so. Oh. Die Frage, wohin? Schauen wir mal kurz, wohin wir überhaupt fahren müssen. Auf jeden Fall erstmal in eine andere Richtung, weil da kommt ein Unidad-Helikopter auf uns zu. Na super. Weißt du, noch nicht mal Schranken unten. Ich suche erstmal mal einen sicheren Platz, wo ich mich dann auf die Karte gucken kann. Man kann ja mal gucken, was wir hier haben. Ja, die ganzen Klamotten habe ich schon weg. Ja, ich glaube, es ist glaube ich sinniger, wenn ihr da mal nachguckt. Halte ich mal hier kurz an. Was brauchen wir denn jetzt? Zum Beispiel haben wir hier vorne was mit Aufklärungsdaten, das machen wir jetzt mal. Gerne. Machen. Na, B da? Okay, machen wir das.
ist wahrscheinlich eh die letzte Folge, die wir jetzt aufnehmen. Also. Muss nämlich aufpassen, da kommen jetzt welche Unidad-Leute. Ja. Einfach unauffällig dran vorbei. Immer das lustig, dass man, wenn man manche Sachen erreichen will, erstmal 3 Kilometer davon wegfahren muss, um dann wieder hinfahren zu können. Ne? Ja, ja. Ich fliege ja in dem Spiel am liebsten. Ne? Ja, aber man hat halt nicht überall ein Handy zur Verfügung. Aber ich hasse es, auch in dem Spiel aufzufahren. Das ist eine legale Koka. Auch schön ist das nicht. Also kriegen wir hier legal Koka? Ich meine, gegen die Höhe? Wegen der Höhe, klar. Ihr kriegt aber kein Koka. Weil ihr wisst doch, wenn wir wieder zu Hause sind, müssen wir als erstes in einen Becher pinkeln. Aber die Höhe. Ich kriege kaum. Halt's Maul. Setze Drohne ab. Starte Drohne. Da sind auch schon wieder ganz viele in den Häusern versteckt. Haben. Tango getroffen. Einen habe ich schon. Irgendwer. Er sieht mich? Irgendwer hat mich gesehen. Ich weiß aber nicht wer. Warum ist aber auch noch so ein Unidad-Heli? Hier ist keiner. Ich glaube, das war da dieser Informant in dem Auto, der mich da gesehen hat. Hier ist Nummer 5. Der Tango ist hin. Das war der Scharfschütze. Hier irgendwo ist ein Leiche gefunden worden. Ja. Hat einer den Informanten ausgequetscht, ja. Hä, ich? Das war gut. Der wollte gerade abhauen, der kam aber nicht weit. Pass auf.
Ich habe eine Karte, auf der improvisierte Kasernen im Dschungel eingezeichnet sind. Dort scheinen die Sikarien zu lassen. Da haut wieder einer ab, Leute. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Ich habe schon die Dokumente fotografiert. Ich komme sofort wieder, ich hole mal den Typen da mal gerade. Der da sich gerade verzieht. Irgendwo ist ja noch einer. Jetzt nicht mehr. Ah, du hast den schon. Keine Ahnung, wozu ich fähig bin. Ach, da das ist ein Wurm. Okay, okay. Von einer Sache habe ich gehört. Warum will ich denn deine Ohren haben? Hä? Ich will deine Ohren gar nicht. Nicht? Ah, Scharfschützengewehrschiene, Entfernungsmesser, das ist geil. Was ging da irgendwie zur Waffenkiste? Da war ich gerade. So, baue ich gleich mal ein hier in meinen. Ich da rauf. Gute Frage, nächste Frage. Mehr ist hier auch nicht, ne? Ah? Nachschub haben wir, ist gar nichts mehr da, ne? Ne, ist alles schon markiert, glaube ich. Ja. Na dann. So, da suche ich schon mal das nächste Ziel raus. Wie kommt ihr wieder hoch? Wie seid ihr wieder hochgekommen? Ah, hier, diese Treppe. Hier ist eine Treppe. Innen ist eine Treppe. Da hinten ist noch ein Informant. Ja. Guck mal, ob ich den noch krieg. Der sieht mich irgendwie gerade. Der ist in dem Auto. Ja, das. Ich glaube, mit dem Minivan kriege ich den in seinem Lamborghini schlecht. Das war auch gerade verdammt knapp, ich hätte Beine gehabt. So, den Entfernungsmesser mal drauf. Ach, siehst du, hast du wieder einen schönen Kofferraum zu reinhocken. Ah, siehst du? Ich denke auch an dich. So, warte mal, wo hängt denn hier rum? Da hinten. Wir sind im Auto und warten. Ja, ja. Achtung. Markus hat sich direkt natürlich eine Familienkutsche geholt. Mal gucken hier, wie komme ich denn hier am besten raus? Das ist alles wieder so kacke eng hier. Wie lange muss ich eigentlich? Warte mal, mal kurz. Okay, jetzt sehe ich es. Okay, jetzt geht's los. Erstmal Überblick verschaffen. Na, wir sind doch eine Familie, oder nicht? Da brauchen wir eine Familienkutsche. Ja, die wohnen nicht im Kofferraum und schläft. Das ist wie früher, ne? Wie früher als Kind. Ja. Die Kleine wenn schläft. Wenn man mit dem Auto nach Spanien gefahren ist, ne? Noch besser, wenn man so zweit im Kofferraum ist, ne? Ich kann mich immer noch daran erinnern, meine Mutter, die hatte früher einen Käfer, einen VW Käfer. Und da haben wir immer da in diesem kleinen, Spalt, ich weiß nicht, wie man sonst denn, so hinter dem Hinterbootssitz gesessen. Kofferraum kann man dazu nicht sagen, weil der Käfer hat ja den Kofferraum vorne. Der falsche Motorraum. Ja. Das war schon liegen bleiben, wie du dich gesehen wirst. Zu der Zeit durfte man das ja auch noch.
Und drin sitzt sie, ohne angeschnallt zu sein. Damals konnten Leute ja auch noch vernünftig Auto fahren. Hm. Das stimmt aber nicht. Verdammt gut gesichert für eine Scheune. Zu Hause hatten wir nur Vorhängeschlösser für Scheunen. Mit den Scheunen zu Hause gibt's wohl nichts zu schauen. Ist jetzt doch da die eine, Mission und dann Feierabend, oder? Können wir machen. Du gehst ein bisschen von der Straße weg, Markus, weil wir haben Unidad. Deswegen fahre ich hier gerade so bescheuert den Berg hoch. Wir könnten aussteigen und schieben. Aber das Unidad-Auto ist weg, da kann ich auch wieder hier drauf fahren. Da war halt, wie gesagt, nur der gelbe Dings. Irgendwas Gesichertes. Ja, ich würde sagen, letzte Mission und dann Feierabend, genau. Letzte Mission, seid ihr euch sicher? Oh, Markus, du gehst alleine da rein, habe ich gehört. Wir warten doch mal. Guck mal, Yvonne macht das schon. Die rennt so schon aus dem Auto. Ich schick da mal eine Drohne hin. Unidad. Ich habe noch ein iPhone, ist unterwegs. Ach, wir haben den ganzen Schutzpunkt eben auseinandergenommen von den Heinis. Sicher, dass wir hier packen wollen? Wir sollten vielleicht als allererstes mal die Sirene ausschalten. Na, klein. Ohne dabei bemerkt zu werden. Das ist was anderes. Ja, das, genau. Das wäre jetzt das nächste gewesen. Das wäre was anderes gewesen. Davon habt ihr nichts gesagt. Wo ist die denn? Also, da ist die Sirene, okay. Genau. Und wie schalten wir die aus? Ich erkenne eine Siehst du unterhalb der Sirene, da sieht man so ein kleines Kästchen. Die ist jetzt komplett von mir der Heli und ich hänge mit ihm. Macht das Sinn, Leute mit dem Scharfschützengewehr auszuschalten oder nicht? Das ist eine gute Frage. Weil da oben steht ein Scharfschütze zum Beispiel rechts. Also ich schieße jetzt nicht, ohne dass ihr vorher irgendwie sagt, ja. Das ist mein Part, ohne irgendwas zu sagen. Ich würde gerne vorher die Sirene da ausstellen. Ja, aber um dahin zu kommen, müssen wir ein paar Leute vorbei. Warum ging's mir? Kommst du an den Scharfschützen da oben auf dem Turm ran? Weil der scheint doch allein. Ist er alleine? Scheinbar. Aber da vorne rechts steht auch noch einer. Ja, warte mal, da ist noch alles lila. Lass mal nochmal die Drohne losschicken, würde ich sagen. Vorher. Ich versuche gerade mal unbemerkt, mich in Richtung von dem Alarmdings zu begeben. Du siehst halt unterhalb der Sirenen, siehst du so ein kleines blinkendes Kästchen. Das ich will nur gucken, dass ich hier um die Leute drumherum schiffen kann. Ja. Ich schicke hier gerade nochmal eine Drohne hoch. Also der Heini mit der Scharfschütze-Heini ist alleine auf jeden Fall. Ja, aber unterhalb sind ja noch ganz viele. Da ist ein Mörser, den sollten wir vielleicht auch platt machen. Vielleicht mache ich mit dem Raketenwerfer den... Warte mal. Aber erstmal dann die Sirene ausschalten, oder nicht? Wenn man jetzt unbemerkt den Scharfschützen ausschalten könnte, dann könnte ich da hoch auf den Turm und von oben den Mörser ausschalten. Die Sirene ist aus, liebe Leute. Die habe ich gerade ausgeschaltet. Du meinst den Sicherungskasten da drunter, der jetzt gerade brennt, ne? Ja. Okay. Oh Gott, ich bin sehr von dran, bitte. Den habe ich gerade. Nabel oder Mahlzeit. Aha, das ist gerade sehr unpassend. Okay, warte mal. Dann verlasse ich euch mal. Tut mir leid. Kann ich den Scharfschütze ausschalten? Ich bin gerade auf dem Weg nach oben auf den Turm. Okay. War ich gerade unhöflich, dass ich den jetzt quasi wieder rausgeschmissen habe?
Naja, weil es ist gerade sehr umfassend, dass wir in der Aufnahme sitzen und dass da Leute reinjoinen. Ich habe eigentlich auch die Party auf Privat gestellt. So, den Scharfschützen habe ich. Ich habe den Typen mal den Burger umgebracht. Oh, ich muss ja, runter. Warte, lass uns mal den... Ja, aber jetzt will ich jetzt... Ach, da rechts sieht auch noch einer. Der Drecksack habe ich gesehen, ey. Scheiße. Ja, du bist entdeckt. Du bist ja, ich weiß. Ich habe den, oben links habe ich oben, steht da einer. Okay, ich mache jetzt mal eben, den... Ich habe Santa Blancas Goldversteck in Espiritu Santo gefunden. Das scheint ihre Haupteinnahmequelle zu sein. Der links ist unten, drei Schüsse. Meine Fresse, Alter, was fressen die denn? Geht doch, endlich. Mann. Die haben drei Schüsse, der Schuss hat auch drei Schüsse gebraucht. Aber Gott sei Dank hat er mich nicht alarmiert, sondern er war der Einzige, der Abschuss bestätigt. Mich gesehen hat. Seht mal da, Waffenkiste. Alter! Boah, Alter! Schieß nicht auf mich! Hab ich. Nur noch die zwei da hinten. Ja. Na. Oh. Nummer 1. So, der konnte doch noch alarmieren, der Sack. Ich hab einen erwischt. So. Scheiße. Kommt. Ja, kommt vielleicht mal. Hier sollte, könnte man, wenn wir alles markiert haben, könnten wir theoretisch mit dem Heli abhauen. Ja, hier gibt's auch eine Sache, glaube ich. Hier war doch gesehen, ne? Gesehen habe ich. Ja. Das Auto soll mal kommen. Ich habe den Raketenwerfer am Start. Gut. Sind schon wieder weg. Ja. Nee, da kommt jetzt nicht nur einer, sondern zwei. Ja, aber kann sein, dass sie wieder umdrehen. Was ich aber nicht glaube. Nee, da unten kommt einer. Dann sollten wir einen Heli stampfen und weg. Mal alles haben. Den einen habe ich. Sehr gut. Sagt, wenn ihr soweit seid. Ich sitze im Heli. Die Zubehör-Dings mitnehmen, jawohl. Ja, ich mache eben das Auto hier platt, weil ich versuche es. Dann komme ich zum Heli. So, Abflug. So. Weil das Auto ist jetzt relativ nah. Schnell zurückkommen, da kommt noch ein. Komm jetzt. Ja, ich bin auf dem Weg. Das kann sonst jetzt nicht in die Länge. Ich brauche aber noch einen kleinen Moment, bis das hier irgendwie mal oben ist. Ja, es geht nach oben, wenn sie eingestiegen ist. Richtig. Du hast das Ding ja und den Abflug. Den Heli da unten vielleicht nochmal mitnehmen. Okay, die sind jetzt. Die sind jetzt uninteressant. Das ist uninteressant für die. Also dann würde ich jetzt sagen, bei einem Rauskurs anfangen, bringt nichts. Bis ich halt ja, lange jetzt um. Passt perfekt, wunderbar. Ja. Ich glaube hier unten ist safe, ne, wenn ich hier jetzt irgendwo lande. Oder? Ne, da unten ist doch ein bisschen rot, okay. Das kommt immer erst recht spät manchmal, die Anzeige, dass da noch was Rotes ist. Ja. Ja, wenn je nachdem, ne, wie hoch man dann ist, sieht man es zuerst gar nicht. Auch rot. Ich will nur irgendwas finden, wo wir jetzt erstmal safe landen können. Na gut, hier ist ein Konvoi, aber den machen wir nicht noch. Das sind einige Punkte, wo es gehen würde. Theoretisch. Also hat sie irgendwo in einem Feld landen. So. Links ist wieder Unidat, ja. Aber
Ja, aber da sind wir aber weit genug weg. Ja, ja, die sind oben wahrscheinlich um das Fels oder so. Gut. Ja. Feierabend.